Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass wir wieder uns begegnen durch Lyman Blog und YouTube. Wir sind vielleicht gerade in einer Zeit, wo wir mittendrin sind, vor allem mit verschiedenen Fragen für Körper, Seele, Geist, Leben und so weiter und so fort. Es gibt viele Personen, die die heutige Situation sehr, sehr ängstlich nehmen, Panik machen oder Panik verbreiten. Manche andere sagen, was ist das alles überhaupt, wenn 95% der Menschen doch nicht betroffen sind und so weiter. So gibt es einfach verschiedene Fragen in unserer Gesellschaft. Gerade in so einer Zeit gehen die Christen zusammen in die Karwoche hinein. Da wird auch das Leben in Frage gestellt. Jesus, der in dieser Welt gelebt hat und eben zu seinem Ende kommt. Er weiß schon, dass sein Leben doch in ein paar Tagen zu Ende gehen wird. Vor allem ganz besonders merke ich, nicht die Schmerzen des Körpers, was für ihn sehr schwer vorkommt, sondern die Schmerzen der Seele. Die Schmerzen, dass die Menschen ihn verlassen werden, dass die Menschen ihn verleugnen werden, dass die Menschen, die Hosanna schreien, eben später kreuzige ihn schreien. Menschen, die Frage stellen, was die Wahrheit ist. Menschen, die einfach ihn allein lassen. Das waren die Schmerzen von Jesus, die viel, viel schwerer waren, auch wenn der Kreuzestod ein furchtbarer Tod war. Am Palmsonntag beginnt diese Reise. Wir werden in allen katholischen Gottesdiensten eben ein großes Stück im Evangelium vorlesen. Da werden wir auch sehen, wie dieser Weg sein wird für Jesus. Ich vergleiche eben die heutige Situation, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, von unseren Menschen, die eben diese Angst haben, was mit ihrem Leben sein wird. Ganz besonders die Menschen, die schon infiziert worden sind, die schon krank sind oder dass sie schon in Quarantäne sitzen müssen und dass sie irgendwie medizinisch behandelt werden müssen oder dass sie schon irgendwie einsam irgendwo in einem Zimmer liegen oder Menschen, die einfach mal in den Altenheimen ohne Besuch der Menschen einfach so ja, vereinsamt und einfach traurig sind. Gerade das war die Erfahrung von Jesus. Einsamkeit, Verlassenheit. Aber ganz interessant, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier erfahre ich etwas mehr von Jesus. Nicht die Einsamkeit, weil die Menschen ihn verlassen haben, nicht die körperlichen Schmerzen, die einfach ihn so betrügen, sondern die Gewissheit, dass sein Vater bei ihm war. Auch wenn er dann sagt, Vater, ja, wenn es möglich ist, soll dieser Kelch mir vorübergehen. Trotzdem sagt er, nicht mein Wille, Vater, sondern dein Wille. In dem Sinne, als er eben sein Leben unter Obhut seines Vaters stellt, geht es ihm besser. Und wie er damit umgeht, mit diesen Schmerzen, und das ist irgendwie einzigartig bei Jesus. Nämlich, er geht in allem mit Schweigen. Als die Menschen ihn verlassen haben, hat er geschwiegen. Als die Menschen ihn geschlagen haben, war das Schweigen da. Selbst beim Pilatus, als er dann eben gefragt hatte, du kannst mir mal sagen, ja, ich kann dich befreien, war das Schweigen für ihn die ja, Unterstützung. Nicht nur bei den Schmerzen war Jesus schweigend da, sondern auch in den sogenannten Hochzeiten, wo die Menschen ihn gelobt hatten, war das Schweigen immer eben seine Kraftquelle. Gerade das
nehme ich für mich und für euch und für sie als meine Zeitgenossen als Kraftquelle. Schweigen. Schweigen, auch wenn es nicht unbedingt einfach ist. Schweigen in der Gewissheit, dass unser Vater im Himmel für uns da ist. Dieses Schweigen könnte Gott erreichen. In diesem Schweigen können wir uns mit Gott verbinden. In diesem Schweigen können wir Erlösung spüren. Das Schweigen muss nicht unbedingt ein Schweigen auf dem Friedhof, sondern ein aktives Schweigen in der Gewissheit, dass meine Seele, mein Körper zu Gott gehört. Gehen wir doch mit Jesus in die Karwoche hinein, damit wir mit ihm das neue Leben haben werden, nämlich das Osterfest. Ich freue mich sehr, euch und ihnen bald an Ostern zu begegnen. Viel Kraft. Ich bete für euch und für sie.